Hi, mein Name ist Patrick Piel und im Sommer 2021 haben mein Vater und ich versucht, das Verweilgebirge zu durchqueren. Tagelang ging es für uns von Hütte zu Hütte durch steile Schneefelder und schroffe Abhänge. Und was wir erlebt haben, das seht ihr in diesem Video. Was eine Scheiße, Alter! Das ist sau tief, ey! Leck mich doch! Herzlich willkommen zu dieser neuen Tour, die Verwallrunde. Über 70 Kilometer erwarten uns und fast 9000 Höhenmeter. Es sind Unwetter gemeldet, Regen, aber auch schöne Sonnentage. Und was wir alles so erleben, das erfährst du in diesem Video. Ich würde sagen, viel Spaß und let's go. Und das ist sie, die Verwallrunde. 8 Tage lang begleiten uns 7 verschiedene Hütten, die sich durch das Verwallgebirge um zahlreiche Gipfel schlingeln. Und am ersten Tag geht es von St. Christoph am Arlberg auf die Kaltenberghütte. Okay, es geht wieder los. Die nächste Tour. Wir sind hier gerade in St. Christoph am Arlbergpass. Die erste Hütte ist die Kaltenberger Hütte. Das Wetter wird nicht so geil. Also es scheint zwar gerade die Sonne, aber gerade hatten wir den ersten richtig fetten Regenschauer. Es wird viel Gewitter erwarten, viel Niederschlag, viele Regenfälle. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal los. Die fetten Wanderschuhe sind am Start. Der 50 Liter Rucksack ist auch am Start. Und jetzt geht's in die Alpen. What do I believe? What makes me feel it? To write you this song. So, da ist sie. Jetzt, wo wir da sind, hat es aufgehört zu regnen. So, sind wir endlich angekommen. Unser kleines Zimmer für die Nacht. Und damit endet der erste Tag voller Regen und Kälte. Der zweite Tag führt uns auf die Konstanzer Hütte. Der Weg führt vorbei an einem Gletschersee über 2 große Schatten auf über 2600 Meter Höhe. So, guten Morgen, Freunde. Die Sonne scheint. Es ist arschkalt draußen. Und jetzt beginnt Tag 2. Heute geht es jetzt zur Konstanzer Hütte. 6 Stunden sind hier eingeschlagen. Unser erstes Schneefeld. Schneefelder sind eine Sache, weil man immer aufpassen muss, dass es nicht vereist ist, dass man nicht hier runterrutscht. Hier geht es jetzt, aber ihr seht, da unten drunter ist Wasser. Ja, in dem Fall kann nicht viel passieren, aber es gab schon Stellen, da war es ein bisschen gefährlicher. Ihr könnt auch gerne mal das Video hier oben auschecken. Ja, gerade hier sind dann so Löcher, wo man jetzt nicht unbedingt durchbrechen will. So, ihr seht, hier geht es jetzt schon ein bisschen steil hoch. Hier muss man jetzt schon aufpassen, weil jetzt hier runterrutscht. Wäre jetzt nicht so geil. Also so langsam zieht es sich echt. Keine Ahnung, wie weit es noch ist. Wir sehen die Hütte auch noch nicht. Da hinten ist irgendein Haus, aber das scheint nicht die Hütte zu sein, was man in der Ferne gesehen hat gerade eben.
jetzt könnte es langsam schon zu einem Ende kommen. Die Knie schmerzen ständig bergab. Direkt am zweiten Tag die ganzen Höhenmeter. Und das Wetter ständig Regen, Sonne, Wind. Aber naja, jetzt erstmal ins Ziel kommen. So, Freunde, noch 35 Minuten. Energie und Lust ist zero. Oder wie viel Bock hast du noch? Ach, nicht mehr so viel. Leute, wir haben es geschafft. Das scheint sie tatsächlich zu sein. Da weht nämlich eine DAV-Flagge. Und hier unten ist mal wieder Zivilisation los. Fahrräder, Mountainbike, Autos können hier langfahren. Ist man sonst gar nicht gewohnt aus so einer Bergtour, wenn man sonst immer so hoch im alpinen Gelände ist. Tag 3 führt uns auf die Heilbronner Hütte. Das Wetter ist allerdings alles andere als gut und macht den Weg zu einem ordentlichen Höllentrip. Guten Morgen, der nächste Tag, Tag Nummer 3 ist angebrochen. Hier liegt jetzt noch alles rum. Das heißt, es ist eben wieder alles zusammenpacken, das ganze Zeug in den Rucksack rein. So. Ah, Regen. Also unser heutiges Ziel ist die Heilbronner Hütte und man könnte theoretisch zwei verschiedene Wege zur Heilbronner Hütte gehen. Man könnte entweder den langen Weg gehen, der geht ungefähr 6 Stunden. Der geht quasi hier bei diesem Schild rein. Ja. Hier Heilbronner Hütte, hochalpiner Pfad 6 Stunden. Zack. Oder aber wir gehen quasi die leichte Variante, die geht in die Richtung. Erstmal eine kleine Fahrstraße entlang, bevor es dann quasi ins Tal weiter reingeht. Und der Weg dauert nur ungefähr 3-3,5 Stunden. In Anbetracht des Wetters, weil heute den ganzen Tag Gewitter gemeldet sind und aufgrund der Knieprobleme von meinem Vater, werden wir heute nur die kleine Runde machen, die 3,5 Stunden, weil das hat sonst einfach keinen Sinn. Ja, bei dem Wetter 6 Stunden in den Bergen, ne. So, wir sind das Ganze hinten aus dem Tal gekommen und jetzt haben wir hier so eine kleine Hochebene fast schon erreicht und wir waren jetzt bestimmt 1,5 Stunden unterwegs, nur langsam Stück für Stück geradeaus hier hoch. Ist nicht der geilste Weg, aber ist okay. Und es regnet wenigstens gerade nicht. So, jetzt einfach mal so ein Haus mitten im Nichts. Ist eigentlich schon ganz geil. Jetzt fängt es wieder an zu regnen. Da vorne haben wir ein Schild. Heilbronner Hütte, 1,25 Stunden noch. Ah, er hört mich gar nicht mehr. Also wir sind jetzt wieder auf 2000 Meter, also wir haben jetzt 300 Höhenmeter gemacht und müssen, glaube ich, nochmal 300 hoch bis zur Heilbronner Hütte. Und jetzt haben wir noch 1,25 Stunden und jetzt geht es auch ein bisschen auf einen abgelegeneren Weg. Was eine Scheiße, Alter! Oh, hier ist ja ein See. Heilbronner Hütte, 500 Meter noch. 15 Minuten. Da oben ist sie, Leute. Oh, fuck. Ja, das ist so schön hier, gell? Ah, schade, dass die Sonne nicht scheint. Ja, wie schön das ist. Oh. So, Leute, wir sind jetzt hier drin. Richtig schöner Ausblick, also richtig schöne moderne Hütte. Es lichtet sich gerade wieder ein bisschen, den Weg sind wir gekommen. Ja, der Nebel hat sich ein bisschen weggezogen jetzt. Sieht ein bisschen aus wie in so einem Hobbitland hier. Und so sieht das Ganze hier von innen aus. Da hinten sind die Waschräume, ist richtig modern, richtig schick. Und das Coole ist, es gibt kostenlose heiße Duschen. Ja, das ist natürlich richtig geil. Kostenlose heiße Duschen. Jetzt sehen wir mal kurz mal das Zimmer, glaube ich, in die völlig falsche Richtung. Und das ist unser Zimmer.
Also richtig schick, mit Heizung sogar. Ja, hier kostenlos warmes Wasser. Und sonst eigentlich nichts Spektakuläres. Ah, hier sind wir jetzt endlich mal die Seen. Da sind wir hergekommen ursprünglich. Geil. Also ich zeige normalerweise nie das Essen, aber bei der Hütte hier muss man echt sagen, richtig, richtig geil. Richtig mit Liebe alles gemacht und richtig geile Karte. Richtig Respekt. Einfach nur pervers. Einfach nur pervers. Unsere Zimmernachbarn erzählen uns, dass sie gerade von der Darmstädter Hütte kommen. Eine Hütte, auf die wir die nächsten Tage auch noch gehen wollten. Durch die schlechten Wetterverhältnisse ist der Weg dorthin wohl schwer begehbar, teilweise über Kletter- und Gletscherpassagen. Und durch die Knieprobleme von meinem Vater überlegen wir das allererste Mal, ob es wirklich sinnvoll ist, alle Hütten auf dieser Tour anzusteuern. Wir wollen aber erstmal keine Entscheidung treffen und die nächsten Tage abwarten. Am Abend lichtet sich der dichte Nebel und wir bekommen langsam die wahre Schönheit der Bergumgebung zu sehen. Am nächsten Tag, an Tag 4, geht es auf die Friedrichshafener Hütte. Und als wir am Morgen aufwachen, bekommen wir die ersten Sonnenstrahlen ins Gesicht. Tag Nummer 4 ist angebrochen. Endlich scheint mal die verdammte Sonne. Und wir gehen jetzt heute auf die Friedrichshafener Hütte mit ein bisschen Sonnenschein. Und schaut euch mal diesen Ausblick an. Jetzt sieht man endlich mal, was dahinter im ganzen Nebel lag, den wir gestern gesehen haben. Ich hoffe, mein Knie macht mit. Mal gucken. Ja, schauen wir mal. Okay. Ah, Freunde. Also so sieht die ganze Hütte quasi ohne Nebel aus. Richtig geil, oder? Muss ich sagen, es war eigentlich einer der schönsten Hütten, gell? Fand ich auch. Also auch hier wieder. Ach, hier. Von der Toilette, Dusche, Waschräume. Top also Hütte, top Personal, top Essen, top Zimmer. Ich kriege von mir eine ganz geile Olivia, eine ganz geile Küchenbewerbung. Krass, es ist so klar. Man kann einfach komplett durchschauen. So klar ist es. Aber trotzdem kalt wahrscheinlich, oder? Ja. So, jetzt sind wir mitten am Top hier. Auf diesem fetten Hügel, Freunde. Und jetzt geht es hier richtig knackig bergauf. Das sind ja 45 Grad Steigung hier. Das Ding ist, es ist irgendwie anstrengend, so von der Ausdauer her, aber irgendwie ist es auch nicht anstrengend, irgendwie ist es sogar richtig belebend und vitalisierend, ja, wenn man so die Lunge und das Herz bei der geilen Luft richtig mal auf Hochdruck bringen muss. Das geht eigentlich voll. So, da sind wir. Damals ist Joch. Hear the voice within calling.
Ah, geil. Super, prima. Danke super. Dir. Danke. Oh, nice. Absolut. Das Besondere bei der Hütte ist jetzt, es gibt keine Dusche, aber es gibt einen richtig geilen See neben dran, wo ich auf jeden Fall reinspringen werde. So sieht das Schlafhaus hier von innen aus. Da haben wir den See, da hinten ist der ganze Essbereich und quasi der Gasthof an sich. Hier sehen wir nochmal so ein bisschen, wie die Hütte früher aussah. Auch ganz spannend. Oben sind die Lager. So sieht das Ganze hier aus. Klassisches Matratzenlager. Ja, auch ganz schick. Geil. Hier ist der See. Übrigens Neuigkeiten, wie es jetzt die nächsten Tage weitergeht. Wir sind jetzt hier auf der Friedrichshafener Hütte, da sind wir gerade. Und wir kamen gestern von der Heilbronner Hütte, die wir hier, also sind quasi hier diesen Weg jetzt heute hier lang gelaufen. So irgendwie hier unten. Davor waren wir an der Konstanzer Hütte und die ist hier oben. Morgen würde es eigentlich auf die Darmstädter Hütte gehen. Dafür würden wir hier diesen Ludwig-Dürr-Weg entlang gehen. Der würde dann hier entlang führen, ist sehr weit und würde eben auch hier über einen Gletscherteil führen, der sehr schwer begehbar sein soll. Das Wetter soll schlecht werden, es soll ein Unwetter kommen etc. Hier bis zur Darmstädter Hütte. Zur Darmstädter Hütte zu laufen ist eigentlich keine Option mehr, weil es ist super weit. Es ist über 7 Stunden plus schlechtes Wetter plus Knieprobleme. Macht eigentlich keinen Sinn. Ja? Das heißt, wir müssen die Darmstädter Hütte morgen auslassen. Jetzt haben wir also einen freien Tag. Was machen wir dann? Naja, die Idee war jetzt zu sagen, wir gehen von der Friedrichshafener Hütte runter ins Tal, steigen ab. Dann sind wir hier im Patznautal, würden dann hier für eine Nacht irgendwo eine Unterkunft uns suchen und würden dann am nächsten Tag quasi auf die nächste Hütte hochgehen. Also einfach die Darmstädter Hütte auslassen. Denn die nächste Hütte wäre die Niedere Elbe-Hütte. Ja, die ist hier. Und würden dann weitergehen. Problem ist, wettertechnisch, es wird super schlechtes Wetter, also macht es eigentlich auch keinen Sinn. Das heißt, die Idee, die wir jetzt haben, ist, wir bleiben nicht nur eine Nacht auf der Friedrichshafener Hütte, sondern 2 Nächte hier und wollen dann morgen keine weitere Hütte mehr ansteuern, sondern einfach einen kleinen Rundweg machen, ja, und einen Teil von dem Weg zur Darmstädter Hütte, diesen Ludwig-Dürr-Weg, einfach trotzdem laufen, ja, bis hierhin und hier vielleicht so einen Rundweg machen. Dann könnten wir nochmal das Schafbicheljoch, das Mattnalljoch und die Dürrscharte mitnehmen. Wäre nochmal auf 2,6, 2,7 hoch und hätten hier so einen schönen Rundweg und würden dann am Samstag, also am Tag 6, eigentlich absteigen. Es hat natürlich jetzt den Nachteil, dass wir dementsprechend 3 ganze Hütten einfach auslassen müssten. Darmstädter, Niedere Elbe und Edmund Graf Hütte, die müssten wir einfach weglassen. Ist natürlich schon schade und ist auch echt richtig doof, aber wettertechnisch, gesundheitlich und von der Wegstrecke her macht alles andere eigentlich kaum Sinn. So.
So, der nächste Tag ist angebrochen und heute werden wir eigentlich jetzt auf die Darmstädter Hütte gelaufen. Das Wetter ist noch top, heute Mittag soll es Gewitter geben. Die nächsten Tage sind jetzt sogar Schnee gemeldet auf einer Höhe von 2,5, 2,8. Und wir laufen jetzt heute ja noch ein paar Jochs ab, wie ihr gestern auf der Karte gesehen habt, und gehen jetzt heute Richtung Darmstädter Hütte über die Dürrscharte, über den Ludwig-Dürr-Weg und laufen noch das Schafbicheljoch und noch ein anderes Joch ab. Und dann geht es wieder hier zurück und morgen steigen wir dann ab. So, wir laufen jetzt über das Schafbicheljoch und über das Matna-Jochel und dann wieder zurück zur Hütte. Wollen wir mal ein Bild machen von uns, wo das so drauf ist hier? Können wir machen, ne? Guck mal, sollten wir nicht lieber hier rechts gehen? Das ist sau tief, ey. Ja, das ist jetzt das hochalpine Gelände. Ha, jetzt ist keine Markierung mehr da. Wahrscheinlich hier rechts rum. Ist der Georg-Prasser-Weg? Ja, ist der Georg-Prasser-Weg. Laut Karte wird er darüber gehen, ne? Also doch über den Schnee. Ja, also wir sind noch nicht mal auf dem Weg zur Darmstädter Hütte. Und selbst auf dem Weg hier ist schon ausgesetzte Stellen, Markierungen fehlen, der Weg ist voll mit Schnee, keine Fußabdrücke von Vorgängern. Und das wäre wahrscheinlich auf dem Weg zur Darmstädter Hütte noch ein bisschen heftiger gewesen. Zumal immer mehr und mehr Wolken kommen. Also laut der Karte laufen wir parallel vom Weg, aber es ist die Richtung. So, aber durch den Schnee, ja, normal ist da kein Schnee. Ich will wieder ein Stück runtergehen und ja, gucken, ob wir gehen runter wieder. Das macht alles keinen Sinn. So, jetzt sind wir wieder unten. Hier sind wieder die ganzen letzten Markierungen. Da vorne ist das die Dürrscharte. Und eigentlich müsste der Weg jetzt irgendwo hier über das Schneefeld hochgehen. Und jetzt schauen wir mal, ob wir da wirklich irgendwie uns einen Weg durchbahnen können. Natürlich muss man hier sich jetzt genau überlegen, was man macht, weil man weiß nicht, wie tief der Schnee ist. Hier gibt es keine Fußspuren von anderen Leuten, wo man sicher sein könnte, dass man da langlaufen kann. Das Gute ist, es fließt hier zumindest kein Fluss und es ist auf jeden Fall eigentlich ein Weg darunter. Das heißt, man kann eigentlich davon ausgehen, dass es relativ safe sein sollte. Aber man weiß es natürlich nicht. Ganz da oben auf dieser Kante, die es runtergeht, da sieht man die Markierung. Also um diese Kurve da vorne. Immer die Markierung angepeilt da oben. Rutschst du runter im schlimmsten Fall und landest hier unten auf dem Schneebett und knallst noch nicht mal gegen Geröll oder so. Ja, und dann steigst du einfach wieder da hinten ab. Von daher ist die Risikobewertung relativ gering, würde ich jetzt mal sagen. Und wir peilen jetzt einfach mal die Markierung da oben an und schauen mal, wie sich das Ganze eben begehen lässt. Ob man hier, wie tief der Schnee ist, ob man einstürzt. Aber bisher sieht es eigentlich ganz gut aus. Natürlich sieht es von hier unten auch immer nie so steil aus, wie es von oben steil aussieht und wie steil es eigentlich ist, weil es ist schon steil. Und hier wieder die klassische Technik, Zehen nach vorne, ja, Zehen nach vorne rein in den Schnee, dann kann man sich hier so Treppenstufen bauen, dann geht das ganz gut. Ja, und wenn man bergab läuft im Schneefeld, dann quasi mit den Fersen hinten in den Schnee rein und dann kann man sich eine schöne Treppe bauen. So, der Schneeteil wäre geschafft. Hier haben wir jetzt sehr bröckeliges Geröll. Das heißt, hier muss man auf jeden Fall Abstand halten. Und zwar nicht wegen Corona, sondern wegen Steinschlag. Ich merk's. So, da haben wir die Markierungen, das heißt, wir sind wieder auf dem richtigen Weg. Ganz da hinten, auf diesem Bergkamm, ja, da kommen wir her, da ist die Dürrscharte. Oh Gott, ja. Krass, wie fett der Schnee ist. Da passt einfach mal mein gesamter Stock rein.
Da ist die Friedrichshafener Hütte da unten. Boah, krasses Steinmännchen. Steinfestung kann man eigentlich schon fast sagen. So, Schafbicheljoch 2636 Meter, geil. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man läuft hier zu Friedrichshafener Hütte zurück, nimmt noch die zwei Gipfel mit, oder man geht quasi in die Richtung direkt zurück zur Hütte. Das ist das, was mein Papa jetzt macht. Ja, und ich nehme noch die zwei Gipfel mit und laufe quasi jetzt noch die zwei Stunden extra oder eine Stunde extra. Fertiges Bleiskopf, fertiges Kopf. So machen wir es. Oh, damn. Wir müssen jetzt gleich oben sein. Oh, Freunde, das sind wir. Und jetzt bin ich gespannt, ob ich den Berg da auch hoch muss. Das dürfte der zweite Gipfel sein. Da sieht man den Weg hoch. Schön bergauf. Heute danach springe ich sowas von in diesen kalten See nochmal rein. Oh, Leute, gut, der Gipfel wäre jetzt da oben, der ganz krasse Gipfel, aber da wird man nicht hochkommen. Junge, was ist das eigentlich für ein Weg, Mann? Meine Herren, leckt mich doch. Also, wer diesen Weg hier als roten Weg markiert, der gehört gefeuert. Ganz klar. Ah, yeah. Scheiße, Mann. Da oben hingen wir fest. Das war die beschissenste Stelle. Da, wo diese vielen roten Markierungen sind. Holy fucking shit. So, da sind wir wieder. Gleiche Stelle wie gestern. Nur für Geübte. Das sind wir auf jeden Fall gelaufen. Fertiges Bleiskopf und Schafbichelloch. Für Geübte ist gut. Aber dafür, dass es ein roter Weg ist. Und damit endet unsere Tour und wir beginnen am nächsten Tag mit dem Abstieg nach Ischgl. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein bis hierhin. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne jetzt einfach einen Daumen nach oben da. Schreib gerne einen Kommentar, wenn du eine Tour hast, die du uns empfehlen würdest, die wir mal laufen sollen in den Alpen. Und freue ich mich, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Wenn du kein Video verpassen möchtest, was in Zukunft kommt, dann drück doch gerne jetzt auf den Abonnieren-Knopf. Und dann freue ich mich. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.